Alle 2 Monate gab es einen Ministerwechsel in dieser Regierung. Alle 2 Monate muss sich jemand neu einarbeiten. Alle 2 Monate wird das bisschen Kontinuität, was es vielleicht gibt, wieder unterbrochen. Es ist kein Wunder, dass Österreich so schlecht dasteht. Es ist kein Wunder, dass wir in den Rankings überall hinten sind. Es ist kein Wunder, dass wir bei den Wirtschaftsdaten von 27, 22. sind. Fünftvorletzter sind. Es ist eine Schande für unser Land, dass es so weit gekommen ist, und die Verantwortung dafür trägt diese Bundesregierung. Nach den gestrigen Rücktritten, glaube ich, ist eine Feststellung mehr als legitim. Game over für diese Bundesregierung. Die Regierung Nehammer ist definitiv gescheitert. Und das, während Österreich in der größten Krise seit Jahrzehnten steckt. In einer Krise, die schon ganz ungewöhnliche Ausmaße angenommen hat. Es findet nicht weit weg ein grauenhafter Angriffskrieg statt, mit all seinen Folgen, und wo entschlossenes Handeln seitens der österreichischen Bundesregierung gefordert wäre, gibt es einen Rücktritt nach dem anderen. In dieser Situation haben wir einen Bundeskanzler, der eventuelle neue Regierungsmitglieder nicht nach Kompetenz, nach Fähigkeit, nach Kontinuität aussucht, sondern danach keinen Ärger mit der ÖVP Tirol zu bekommen und keinen Ärger mit dem Bauernbund zu bekommen. Das ist ein bisschen schon wie die Löwinger Bühne, nur nicht lustig. Und für Österreich ganz und gar nicht lustig. Eine Regierung, die bei den zentralen Themen, die zu bearbeiten sind, Teuerung, Energieversorgung, Pflege, Informationsfreiheit, scheitert, nichts mehr zustande bringt, ist eine Regierung, die Österreich nicht braucht. Lassen Sie mich noch einmal zur Teuerung zurückkommen. Wir haben eine Teuerung, wie es das letzte Mal in den 80er Jahren, wenn überhaupt, so hoch gewesen ist. Und was tut diese Regierung seit dem Sommer? Sie tut überhaupt nichts. Die Sozialdemokratie hat seit dem Sommer vor dieser Inflation gewarnt. Seit dem Sommer versuchen wir mit Vorschlägen, die Regierung dahin zu bringen, zumindest etwas zu tun. Was bis jetzt passiert ist, waren Ansagen und ein 150-Euro-Gutschein, wo niemand weiß, ob er ihn einlösen darf oder nicht einlösen darf. Statt dass die Steuern gesenkt werden, was sofort wirken würde, dass man gleichzeitig bei diesen Steuersenkungen schaut, dass die Preissenkungen auch weitergegeben werden, tun sie nichts. Statt dass die Pensionen erhöht werden, tun sie nichts. Statt dass die Lohnsteuer gesenkt wird, damit mehr Netto vom Brutto überbleibt, tun sie nichts, außer tollpatschige Interviews geben und Ministerinnen und Minister austauschen. Dasselbe ist bei der Energieversorgung. Seit zwei Jahren hören wir, dass Österreich auf erneuerbare Energie umstellen muss. Und wissen Sie, was bis dahin passiert ist beim Umstellen? 2 Jahre lang ist überhaupt nichts geschehen. Es ist kein einziges Windrad in dieser Zeit in Österreich neu gebaut worden. Wir haben das unterstützt. Wir sind bei allen Gesetzen, die 2/3-Materien sind, mitgegangen. Und was ist umgesetzt worden? Nichts ist umgesetzt worden. Die Umstellung auf erneuerbare Energie, die so notwendig wäre, ist ein einziges Scheitern. Und es gibt auch keinen Plan. Keinen Plan, etwas zu tun, damit unsere Gasversorgung gesichert ist. Andere Länder haben agiert. Die Italiener, die Deutschen, die Spanier, die Portugiesen. Und was hat Österreich gemacht? Nichts. Österreich hat ja die Frau Köstinger ausgeschickt. Auch das war wenig erfolgsversprechend. Und das Dritte, können Sie sich erinnern an den ersten Auftritt der Herren Kurz und Kogler? Der war in einem Pflegeheim. Beginn der Regierung vor 2 Jahren. Sind Sie in ein Pflegeheim gegangen und haben versprochen, jetzt wird es endlich besser werden. Wissen Sie, was in diesen 2 Jahren im Bereich der Pflege geschehen ist? Überhaupt nichts. Showpolitik, Showpolitik, Showpolitik. Das ist das, was diese Regierung macht. Und Sie haben es auch geschafft. Und das ist umso schlimmer bei einer grünen Regierungsbeteiligung. Ich bin ja versucht zu sagen, schön wäre es, wenn die Grünen in der Regierung wären, dann wäre das nicht passiert.
Wir sind in den Demokratie- und Pressefreiheitsrankings abgestürzt. Auch das ist ja unglaublich. Nicht nur, dass nichts geschieht, dort, wo was geschehen soll, Bereich Demokratie, politische Entwicklung, Bereich Pressefreiheit, sind wir abgestürzt. Es ist eins klar. Warum? Transparenz und Kontrolle haben noch nie die ÖVP gewählt. Inzwischen wählt der Anstand auch nicht mehr die Grünen. Davon können Sie ausgehen. Dazu kommt, dass diese Regierung keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung hat. Schätzungen zufolge sind gerade noch 30% auf der Seite dieser Bundesregierung. 30% stehen noch hinter einer Regierung. Das hat es in der Zweiten Republik so noch nie gegeben. Und die Bevölkerung, die Menschen in Österreich, die spürt es genau. Das wird nichts mehr mit dieser Bundesregierung. Und ich habe das Gefühl, dass selbst die eigenen Regierungsmitglieder wissen, dass das nichts mehr wird. Darum auch diese Inflation an Rücktritten in dieser Bundesregierung. Zu den aktuellen Rücktritten, also nicht zu den 12 anderen, sondern zu den 2 jetzt, kann ich sagen, für den Tierschutz und für Gerechtigkeit in der Landwirtschaft ist es gut, wenn die Frau Köstinger zurücktritt. Für die Digitalisierung ist es wahrscheinlich gut, wenn die Frau Schramböck zurücktritt. Aber insgesamt ist das halt ein Symbolbild für dieses Chaos, für den Streit und für die Unfähigkeit in dieser Regierung. Können Sie sich erinnern an die ÖVP-Liste der Nationalratswahl 2019? Nummer 1 Sebastian Kurz, Nummer 2 Elisabeth Köstinger, Nummer 3 Gernot Blümel, Nummer 4 Margarete Schramböck, Nummer 5 Josef Moser, Nummer 6 Juliane Bogner-Strauß, Nummer 7 Wolfgang Sobotka. 2,5 Jahre später ist nur mehr einer über, der Wolfgang Sobotka von dieser Liste. Das letzte Aufgebot der ÖVP heißt Nehammer und Sobotka. Na bravo, werden da viele sagen. Wie sollen die schwerste Krise Österreichs bewältigen, in der dieses Land je gesteckt hat? Wie sollen die was anders tun, als auf ihren Sessel kleben? Damit werden sie durchgehend beschäftigt sein. Ich sage Ihnen, Österreich braucht jetzt nicht die 15. Regierungsumbildung. Bitte nageln Sie mich nicht auf die Zahl fest. Womöglich ist es dann schon die 16., wenn man beide dazu zählt. Aber es ist eh schon egal. Österreich braucht eine echte Veränderung. Wir werden daher bei der nächsten Nationalratssitzung einen Neuwahlantrag einbringen. Wir waren lange sehr diszipliniert, inhaltlich organisiert, dabei gute Vorschläge zu machen, sehnen sich an die Pandemiezeit, sehnen sich an unsere Vorschläge zur Teuerung. Aber irgendwann muss auch die Sozialdemokratie erkennen, dass es mit dieser Regierung nichts mehr wird für unser Land. Und deshalb werden wir einen Neuwahlantrag einbringen. Es wird an der Zeit, für diese Bundesregierung auf die Seite zu treten. Es ist jetzt wirklich Zeit, den Österreicherinnen und Österreichern die Möglichkeit zu geben, neu für die Zukunft dieses Landes zu entscheiden. Herzlichen Dank. Herr Westhoff, bitte. So wie es ausschaut, werden die Kompetenzen für Arbeit und Wirtschaft wieder in einem Ressort vereint mit einem Minister Kocher. Wie sieht denn die SPÖ die Vereinigung von Arbeit und Wirtschaft in einem Ressort? Also prinzipiell ist noch nichts fix, aber ich hoffe, dass dieser schwere Fehler, der die Arbeitnehmerinteressen massiv schädigt, nicht gemacht wird. Das haben wir schon einmal gehabt unter Schwarz-Blau 1 und war überhaupt nicht erfolgsträchtig, im Gegenteil. Es passt aber gut zum Sittenbild dieser Bundesregierung. Nur ich sage es noch einmal, alle 2 Monate neue Ministerinnen und Minister, das wird auch nicht aufhören, das wird so weitergehen, wenn sie weiter an der Macht kleben bleiben. Und das ist wirklich ein Armutszeugnis und ist der Grund,
warum es eigentlich Österreich in allen Rankings sehr, sehr schlecht geht. Kurze Nachfrage, warum wäre es ein schwerer Fehler? Also was ist das Problem, wenn man das zusammenlegt? Ja, das Problem haben wir beim ersten Mal schon gesehen, dass widersprüchliche Interessen in einem Ministerium vereint unter ÖVP-Führung dafür sorgen, dass die Agenten der, nennen wir es Wirtschaft, also der Unternehmen, sicher besser behandelt werden als die Agenten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Eine hätte ich noch, sozusagen verstehe ich Sie richtig, Schonfrist wird es für die neuen Ministerinnen und Staatssekretärinnen keiner geben. Schauen Sie, es ist vollkommen egal, wer da kommt. Es ist auch ziemlich egal, was Sie dann tun werden, weil es wird nicht besser werden. Es wird sicher nicht besser werden, es wird schlechter werden und das Beste wäre, diese Erkenntnis trifft auch die Regierung und aus dieser Erkenntnis heraus treten Sie beiseite und machen den Weg frei, dass die Österreicherinnen und Österreicher entscheiden können. Jetzt schaut es auch danach aus, auch jetzt beziehen wir uns noch auf Spekulationen, aber wenn dem so wäre, dass der Frauenanteil in der Regierungstruppe abnimmt, wie würden Sie das beurteilen? Man hat sich ja doch ein Gleichgewicht vorgenommen zu Regierungsbeginn. Es passt gut zu dieser Regierung, ist aber sicher nicht vorbildlich, sondern im Gegenteil, man hätte zumindest versuchen können, den Anteil so zu halten, wie er ist. Aber ich sage es noch einmal, egal wer da kommt, es wird nicht besser werden. Je länger die am Werken sind, desto schlechter ist es für Österreich. Kollegen. Ja, was soll ich viel sagen? Scheinbar geht es darum, dass die Launen des Bundeslands Tirol oder der Tiroler ÖVP erfüllt werden müssen und die Wünsche des Bauernbunds erfüllt werden müssen. Es wird nicht nach Kompetenz ausgesucht, es wird nicht nach Erfahrung ausgesucht. Es bräuchte jetzt die hellsten, besten Köpfe des Landes und nicht Voraussetzung Tiroler und Bauernbundmitglied. Vielleicht noch eine Frage zu den Staatssekretären. Das sollen sie jetzt auch, also es jetzt auch zwei neue geben. Wie beurteilen Sie das, dass auch dass da wieder an Bedeutung gewinnt, die Position des Staatssekretärs? Ja, schauen wir, wie lange sie bleiben. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann herzlichen Dank fürs Kommen und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Danke.